Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Psychonauts 2. Wir befinden uns in der Gehirnzentrale. Und wir müssen mal gucken, was wir hier machen sollen. Hier läuft auf jeden Fall eine schöne Fahrstuhlmusik. So, wir sind als Praktikant eingestellt worden. Wir müssen uns irgendwo melden. Scanning for fingerprint. Access denied. Hey, how does this thing work? Sorry. No tours today. Ich will ja keine Führung haben, ich bin ja jetzt Mitarbeiter, aber vielleicht muss ich erstmal mit der guten Tante reden, damit die weiß, wer ich bin. Hi. Hey, is it okay if I go up into the main headquarters now? I'm sorry, little boy, but there just aren't any school tours today. What? I'm an intern. Agent Forsythe gave me this. Really? Let's check your head in the fingerprint reader, please. Ja? Well, I'll be doused. Welcome to the intern program. Ja, danke. Let me get you your orientation materials. Willkommen im Praktikantenprogramm. Dieses Feldhandbuch ist dein Leitfaden durch die Welt der Psychoniten. Neben deinen Fortschritten werden hier auch die Informationen festgehalten, die du bei deinem Werdegang zum Junior-Psychonauten sammelst. Drück im Zweifelsfall einfach die komische Taste da, um dein Handbuch zu Rate zu ziehen. Das kann ich gleich mal machen. Der Fortschritt deines Praktikums wird auf dieser Seite festgehalten. Dein Praktikantenrang ist entscheidend für das Freischalten neuer Psy-Kräfte. Oder Psy-Kräfte. Steige im Rang auf, indem du in der realen Welt Psy-Aufstiegskarten und Psy-Aufstiegsmarkierung findest oder dir in der gedankten Welt Körnchenweisheit holst. Wow. That picture really captures my startled side. Psy-Kräfte. In diesem Abschnitt deines Handbuchs werden dein Fortschritt für alle Psy-Kräfte festgehalten, die du im Praktikantenprogramm verwenden darfst. Wenn du im Rang aufsteigst, verdienst du Praktikantenpunkte, mit denen du hier Upgrades für deine Psy-Kräfte kaufen kannst. Die Nutzung unerlaubter Kräfte ist strengstens untersagt. Ooh, looks like I can choose where to focus my energy and upgrade my powers. Very interesting. Gebietsübersicht. Als Psychonaut musst du dir immer über deine Umgebung im Klaren sein. In diesem Abschnitt des Handbuchs kannst du deine Erkundung der realen und geistigen Welt verfolgen. Gotta keep track of all the places I've been here. Umblättern? Im Missionsprotokoll stehen alle offiziellen Psychonautenmissionen, die du im Rahmen der Praktikantenprogramms durchführst. In diesem Abschnitt findest du aktive Missionen und wichtige Anweisungen. I'll keep my to-do-list here. Mehr gibt's ja nicht, okay. Gut. So. Jetzt sind wir oben rein, glaube ich. Melde dich im Klassenzimmer. Ah, da. Laubus Labyrinth. Melde dich im Klassenzimmer. Das machen wir jetzt. Dürfen wir bestimmt hier rein, oder? Hui. Scanning for fingerprint. Access granted. Yes. Oh, da häng ich. Haben wir gut. Wow! I can't believe I'm really here. Psychonauts headquarters. Grafisch sieht schon echt cool aus, ne? Sorry, new ball. Wow! So. Zentral Hirnkarte verfügbar. Gucken wir uns die mal an. Ach, guck mal da. Wo finden wir uns? Das ist der Ausgang zum Empfangs. Kann ich mich nicht sehen hier drauf? Gut. Vergiss nicht, dass du im Missionsprotokoll weitere Details zu den aktuellen Zielen nachlesen kannst. Hawley hat mir angewiesen, die Karte, die ich an der Rezeption bekommen habe, sollte mir dabei helfen. Okay, gucken wir uns mal an die Karte an hier. Wo war das? Ah, da. Gut, also, wo ist denn die Klassenlounge? Klassenzimmer ist M. M ist da oben, ja, beim Buch. Macht ja Sinn. Ich bin gerade hier rausgekommen, oder? Wow, das ist gar nicht so leicht, denn. M ist, wenn ich hier rausgekommen bin. Das Runde ist hier. Muss M ja da hinten irgendwo sein, ne? Mal gucken. Warte mal. M, Klassenzimmer. Okay. Hinten bei diesem Nierenbecken da. Ich finde es schade, dass man sich nicht sehen kann da. Das müsste ja wie hier sein, ne? Geh mal hier raus, guck mal.
Die Aufstiegskarte. Manchmal findest du diese Überbleibsel alter Psi-Karten-Aufstiegsmarkierung in der Umgebung. Bring ein paar davon zum Automaten und kombiniere sie mit einem Kern, um einen Rang aufzusteigen. Das machen wir auf jeden Fall. Hallo. Okay, sind wir nicht mit uns reden? Warum sind wir auch noch in so einer Psi-Karte? Kann ich hier holen? Greetings, fellow psychics. I'm yes. Otto Mentalis. I'm personally too busy crafting the future of psychotechnology in my lab right now. This automatic has all the psychic supply. Hey, look out! Oh, sorry, I didn't... Whoa! Ow, that's mean. Did he hurt you, baby? I'm not a baby. Yeah, you are. Question is, who's this new kid? My name is Raz, and I'm the new intern. That's ridiculous. I didn't ask for a new intern. Intern program's full. Sorry, kid. He is clumsy. He'd probably get us all killed. And he's mean. Well, kid, we give it a fair shot, and it looks like it just didn't work out. Better luck next year. Guys, quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I think he'll fit in just fine. In fact, I think he'll look cute in our uniform. Let's take him to the closet. Hey, you okay in there, Rusty? What's the holdup? It's Raz. I was just wondering, if there's an intern uniform, how come you guys aren't wearing it? Mm-hmm. Oh, well, we're level two. Now, just hand out your clothes, and we'll get you that uniform. Can't you hand me the uniform first? No, silly. We need to take your clothes and measure them so we can get you a uniform that fits. Die sind doch fies. Unless you want us to come in there and measure you. No, no. Here you go. Just oh, hurry up, okay? Die sind so gemein. It's cold in here and I'm practically naked. Uh-oh. Guys? Oh, come on. This is embarrassing in so many ways. Okay, Maus auf dem Weg. Warum sind wir von der Karte? Holen wir uns mal. Ja. Gut. War hier noch mehr? Nein, nicht, aber wir können auf jeden Fall das da wegbrennen, oder? Und jump. Okay, wir sind immer noch nackt. Naja, nicht ganz nackt. Wir haben ja ein paar Kleidungsstücke an. Da geht's raus. Und wo geht's da hin? Sicheres Ablegen. There's a narrow slot, but I don't think I can fit through it. Nein, kann ich wohl nicht. Okay, müssen wir was anderes finden. Oh, was ist das hier? I don't have a key. Okay, Agenten bewahren ihre überschüssigen Ressourcen an allen möglichen Orten auf. Für alle Fälle. Wenn du einen Vorratstruhenschlüssel hast, gehören sie dir. Okay, müssen wir noch einen Schlüssel finden. Oh, das ist ein cooler Move. Okay, den habe ich noch gar nicht gekannt. Hat er uns den erzählt? Ich glaube nicht. Da ist ein Loch, da gehen wir gleich rein. Ach, hier ist eine Karte. Ein Schlüssel, ein Vorratstruhenschlüssel. Da oben wäre noch was, oder ist gar nichts? Okay, gehen wir zur Truhe und öffnen die. Hui. Was ist das? Kohle, okay. Gut, wir haben noch den Shop noch nicht gefunden. Wir können ja bestimmt noch irgendwas kaufen. Das wird auch wieder spannend, was man so alles kaufen kann. Was ist hier? I don't know the code. Rats. Oh, sorry, Harold. You're absolutely right. I should think about how I'm using that word. What is it, Harold? Do you know the code? Is the code in there, Harold? I'm too big to go in there. If only I could see what you see in there. Hey, that reminds me. Mittels Hellsehen kannst du die Augen anderer Leute oder Tiere sehen. Durch die Augen. Wenn du es auf jemanden mit einer Augenaura anwendest, kannst du versteckte Informationen über die Welt enthüllen. Nutze Hellsehen, um den Türcode zu finden. Okay, gut, dann wenden wir das erstmal jetzt an bei... See the world as you see it, Harold.
Er sieht mich jetzt als Pappfigur oder was? Witzig ist das denn? Oh, 0726. Ziemlich cool. 0726, wenn es das ist. Okay, brauche ich nicht mal eingeben. Spring und halte dich an Seilen, Rohren oder Simsen fest, um dich daran entlang zu handeln. Hä? Ah, okay. Ah, schon lustig gemacht, oder? So. Diesen blöden Schülern werden wir es zeigen. Niemand macht das mit mir. We got him, right where we want him. And yet we still can't extract the information we need. Have you tried the Corpus Callosorator? Of course, no effect. Deep Lobe Trepanator? Okay. Sasha, you have to let me do more. You know it's because of me that... Otto. I mean, if I hadn't... Not a word, Rasputin, until I find you some new clothes. Sorry if the fit is a little off. They're the smallest clothes I had. Now, tell us again how you ended up outside in your underwear. Oh, you know, I was sort of going undercover. Just like you did, Agent Mentalis, in True Psychic Tales number 62, when you used your defibrillator to hypnotize 16 trans troopers at once. Oh, please. That old yarn. Oh, they embellished so many details in that version. But in fact, it was 17 troopers. Well, love to chat, but I gotta make like a brain and bounce. If you're ever looking for just the right tool for the job, come see me in my workshop. Even the best psychonauts require a little assistance now and then. Das Figurendesign ist cool. I need to get back to the matter at hand. No, no. I didn't bend the spoons, Mommy. So, kümmern wir uns unsere Klassenkameraden. I'm going to the car wash. Hoffe ich zumindest. Kann ich noch mehr machen? Initiation rituals are a common method for a specialized social group to integrate. Was ist denn hier? Psi-Aufstiegsmarkierung. Wenn du eine dieser kompletten Psi-Aufstiegsmarkierungen findest, steigst du deinen Rang auf. Bin ich aufgestiegen jetzt? Okay. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Ich laufe kurz mal ein bisschen hier rum. Okay, hier können wir noch nichts machen. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Interessieren ja anscheinend sowieso nicht so. So, wir können ganz kurz mal reingucken, ob wir jetzt irgendwas machen können da. Da rasten wir, sind Rang 2 jetzt. So deutlich, wenn wir Rang 2 sind, können wir doch irgendwas machen, oder? Da können wir irgendwas auswählen. Grundangriff, drückt beim Ausweichen X, um einen Ausweichangriff auszuführen. Okay, Telekinese, schleudere Objekte mit größerer Kraft, um mehr Schaden zu verursachen. Überladen, halt die Taste, lade den Schlag auf und lass los, um Explosion zu erzeugen. Lagerfeuer, beziehungsweise verbrennt einen größeren Bereich. Deine Schwebekugel fügt Gegnern Schaden zu, wenn du sie mit hoher Geschwindigkeit triffst. Das ist cool. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich mache eine Grundkraft. Wir machen, halte die Taste, lade deinen Schlag auf und lass los, um Explosion zu erzeugen. Machen wir das. My Psy Blast feels a lot blastier now. So. Den müssen wir wahrscheinlich einmal auswählen. Der wieder. Müssen wir antesten. Oh, das sieht doch heiß aus. So. I don't blame you for being fascinated with me. Was macht der denn da? Hey Kid. Hi. Hey little agent. If you don't mind. Kann ich mir mal seine Gedanken angucken? Geht das? Das würde mich interessieren, was der gerade da guckt. Warte mal, ob das funktioniert. No good. Oh, I just hate to see you like this. Ach guck mal, da haben wir so ein irgendwas gefunden da. Hm.
Guck mal, da können wir Sachen so finden hier. Ist ja lustig. Ich kann auch springen. Weiß zwar nicht, wofür das gut ist. Maximales Psi-Tern und fast erreicht. Kaufe Beutel-Upgrades am Automaten. Okay, machen wir gleich. Okay, warte mal. So ein Automaten mal finden, ey. So ein Automan. Automan oder Automaten? Automaten, glaube ich. Is this a bad time, Mia? I always have time for my kid Ingenio. Kann ich Sie etwas über Psi 6 fragen? Can I ask you about the Psychic 6? Of course, Rasputin. Sind manche von ihnen noch hier? Are any of them still around? Oh, yes. Besides Ford, you know, there's Otto Mentalis out in his workshop, still tinkering with his gadgets. Sasha is his number one customer. Dogenbull's grandfather, Compton, is here as well, but he keeps to himself. The other survivors have gone their own ways, unfortunately. Okay. Well, enough about those guys. Yes. Well, I'll stop bothering you now. So, wir versuchen jetzt mal unseren Klassenzimmer zu finden nochmal. Jetzt machen wir ja schon genug hier. Da ist noch eine Karte, die holen wir uns noch schnell. I'll take that card. Sind noch mehr hier rumflattern? Da oben ist noch eine Karte. Ne, da ist ein Schlüssel, den holen wir uns auch. Okay, ist hier irgendwo eine Kiste, die wir aufmachen können? Nee, ne? Also hier nicht. Aber jetzt haben wir zumindest einen extra Schlüssel. Muss da bestimmt keine bestimmte Kiste sein, oder? Kann den Teppich da verbrennen? Okay, dann lassen wir rausgehen. Okay. Gut. Wo geht's denn da hin? Laufen wir da nochmal kurz hin? Problem ist, ich kann auch nicht sehen auf der Karte, wo ich bin, oder? Hm. Ich finde, man müsste sich sehen können. Oh, naja. Gut. Da ist sie doch, die erste. That was a dirty trick you pulled. I want my clothes back. You know, you're right. I'm sorry. And I'm going to make it up to you. I'm going to let you finish my asset recovery mission. Why do I feel like I'm gonna end up naked in a closet again? My intern assignment is to track down this list of missing Psychonaut assets. Mission critical assets. So, like a scavenger hunt? If you think like a child, you will do a child's work. Finish this mission, and we'll know you're ready for your clothes back. Okay. Trotzdem nicht nett. Dein Praktikum bietet manchmal weitere Aufgaben, die dir extra Punkte einbringen. Du kannst diese zusätzlichen Aufgaben hier verfolgen. This looks like a good place to track my side missions. Wo sind das alles hier? Laserdisc, Astronauten-Eiscreme. Okay, die müssen wir wahrscheinlich irgendwie überall finden. Gut. So, reden wir hier mal. Hey Sam, aren't you not supposed to tap the glass? No, it's the opposite. You're supposed to tap on the glass to keep their heart rates up. In this predator-free environment, their heart rates get dangerously slow. Huh. Ich glaube, das ist Quatsch, was sie erzählt, aber eine coole. Na gut. You're my third favorite. Mach was. Okay, jetzt haben wir. Es ist voll, ne? Wir müssen gucken, ob wir irgendwas finden, wo wir das kaufen können. So, Klasse war doch hier drüben, ne? Glaube ich. Da sind wir diese Ottomane, vielleicht können wir da irgendwas kaufen. Experts agree, it's just not safe to use clairvoyance. Without my special clairvoyance. Kann da hochklettern? Warte mal. Warte mal kurz. Okay, man kann einen hochklettern, das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir wollen einmal zu diesem.
Willkommen beim Automaten. Hier kannst du dir Psychonauten, Vorräte und Anstecker holen, um deine Psy-Kräfte zu modifizieren. Drei Aufstiegsmarkierungen werden ebenfalls hier hergestellt. Zeit für eine kleine Führung. Werfen wir zunächst einen Blick auf unsere Auswahl an wesentlichen Gegenständen. Ohne diese essentiellen Gegenstände kommt kein Psychonaut aus. Achte darauf, ordentliche Vorräte anzulegen, bevor du dich auf eine Mission begibst. Wenn du genug Psitanium hast, sieh dir auch die Accessoires an, um mehr Gegenstände tragen zu können. Hier kannst du auch zwei Aufstiegskerne holen. Schnapp dir doch einfach einen kostenlos. Wir werden wir im nächsten Abschnitt verwenden. Okay. Drücke B, um zum Orten. Mit einem nagelneuen Kern sehen wir uns jetzt mal das Kombinieren an. Du brauchst einen neuen Psy-Karten für deinen Psy-Kern. Du kannst sie alle kombinieren, um eine Psy-Aufstiegsmarkierung zu erstellen, die dich einen Rang aufsteigen lässt. Hier hast du neun Karten, um es auszuprobieren. Ist ja nett. Okay. Rang aufgestiegen. Drücke B, um zum Automatenmenü zurückzugehen. Lass uns zu guter Letzt einen Blick auf die Anstecker werfen. Mit Anstecker modifizierst du deine Psy-Kräfte. Du kannst frei wählen, welche du verwenden möchtest, um sie deinen Spielstil anzupassen. Und wenn du im Rang aufsteigst, erhältst du Zugang zu noch mächtigeren Ansteckern. Warum probierst du es nicht aus? Geh diesmal aufs Haus, wähle eine der drei Schwebeanstecker. Okay, was nehmen wir denn hier? Ändert die Farbe deiner Schwebekugel zu beunruhigenden Blau, Nitrogen Blau. Ändert die Farbe deiner Schwebekugel in Grün. Dann nehme ich in Blau. Blau ist cool. Out of a sticky situation. Okay. Gegenstände, was können wir denn da kaufen? Transportiere mit diesem handgefertigten noch mehr Psy-Lollies. Bewahre jetzt die Traumwatte auf. Dieses Übersicht nutzt die Faltkette, um noch mehr Psitanium aufzubewahren. Ich glaube, das sollten wir kaufen hier, damit wir noch mehr von denen sammeln können. Yes. Oh, können wir 1000 sammeln, das ist natürlich schon was ganz anderes. Mehr können wir auch nicht kaufen. Gut. So much cool stuff in there. I'll come back later. Harold, what have you found out about the mole? Nothing? Lizzie, once I get my pirate radio station going, I'm gonna have a few, not many, DJ jobs open. So. Da ist noch so eine Karte, die kommen jetzt auch nochmal. Austerity measures, Oleander. Every department. Auch nochmal ein bisschen Kohle, was wir einsammeln können. Okay. No time for pet projects, Mori. Ist der Klassenraum hier? Sieht auf jeden Fall aus wie ein Klassenraum, aber ich glaube, es ist eher ein Schlafbett hier, was das. How much is it gonna cost you to rebuild this place if Maligula destroys? Get a hold of yourself, Oleander. Gonna look fighting Maligula without my battle bot, cheapskates. Hey, I'm with you. Letting him build a battle anything is probably a bad idea. Oh, right, new intern. Thought I told you not to be late. Doesn't matter. You need a mentor. Let me see who's left. Ooh, am I helping Mia or Sasha on a mission? No, you're in the mailroom. Your mentor is Nick John Smith. Mailroom? Nick John Smith? I've never heard of an agent John Smith. Nick's not an agent. He's not even psychic. He's just good at sorting mail. You'll love Nick. Everybody does. But the mailroom? Ford Kroller himself worked in that mailroom. You could learn a lot there. For one thing, how to be on time. Okay. I've given you fingerprint access to the mailroom. Now scoot. I've got a base to run and a budget to balance. Rang aufgestiegen, 4. Insgesamt 2 haben wir jetzt. Gut. Melden wir uns gleich bei der Postabteilung. Wir gehen nur einmal kurz gucken, was wir hier machen können. Anstecker, jeder Geist ist einzigartig. Und wenn du deine Psy-Kräfte an deinen individuellen Stil anpassen willst, dann solltest du dir ein paar Anstecker zulegen. Anstecker gibt es beim nächstgelegenen Automaten. Okay. Die verwenden wir mal. So, wir können jetzt hier irgendwas stärker machen. Okay, wir machen einfach mal, dass die Kugel auch jemanden Schaden zufügt. Klingt ganz gut. Was ist hier? Auch solch Angriff. Nehme ich auch. Okay. Versuchen wir mal.
Der sieht cool aus. Und noch ein Schlüssel. Okay, erstmal raus hier. Warte mal. Muss alles testen. Nicht, dass wir hier irgendwas finden. So. Ich glaube, wir laufen nochmal in der. Hin zur. Müssen wir erstmal finden. Wo sind die? So, wo ist denn hier? Die Postabfertigung ist F. F ist da. Okay, das dürfte nicht so schwer sein. Das ist ja dann eigentlich nur raus und. Oh. Hey! How's your dad? Terrible! I gotta go get him some therapy plants, stat! How'd you get that hatch open? Oh, it's got a fingerprint combination. I can teach it to you. Come here. It's more than just a number. You kind of have to feel it. Do you feel it? Yes. Good. Ow. Tell anybody you got it from me, and you're dead. Bye. Autobahn. Jetzt kannst du Ottos Netzwerk für schnelle Reisen durch das Zentralhirn und andere lokale Bereiche nutzen. Was ist denn? Ich will gucken. Foyer. Okay. Warum? Dann lass uns doch mal ins Foyer reisen. Das ist wahrscheinlich hier, ne? Okay. So, wir sind im Foyer. Da ist die. Gut, jetzt müssen wir kurz gucken, auf die Karte noch mal kurz gucken. Poststation ist da. Okay, raus hier. Mailroom. Ist auch nicht so schwer zu finden. Es ist ein riesen Schild davor. Dann gehen wir doch mal da rein. Scanning for fingerprint. Access granted. Los geht's. Mr. John Smith? Hello? Gut. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Bin ja gespannt, was wir uns hier bei der Postabteilung so alles bieten lassen müssen. Aber ja, viel Spaß noch mit dem restlichen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.